So, und jetzt können wir uns rüberbauen. Ich glaube, den können wir sogar halb stompen. Hä? Erlebt? Lol, erlebt. Hey, wenn du nichts mehr von meinem Kanal verpassen willst, dann drücke auf Abonnieren, geh auf die Glocke und auf OK und das Video liken. Bei 1000 Likes, Leute, gibt's eine coole Real-Life-Story und wir sehen uns jetzt in dem Video. Viel Spaß. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es ein Pack-Review von dem 8K-Pack von Zaptype. Ja, ihr wisst eigentlich, Leute, mache ich das nicht mit solchen Pack-Reviews und solchen Pack-Videos, denn ich bin auch kein RP-Designer oder RP-YouTuber. Aber Leute, mich hat es da mal hingezogen, denn Zaptype hat die 8K erreicht. Nochmal schöne, große Grüße an Zaptype. Oben rechts in der Infokarte ist sein Kanal, inklusive sein Video über den geilsten Battle Pass Sound der Welt. Hust, hust, verlinkt. Und ja, da hat er auf jeden Fall mit auch seinem Pack promotet. Und das habe ich auf jeden Fall verlinkt. Das könnt ihr euch gönnen. Ich hoffe, die Sättigung in diesem Video ist besser. Beziehungsweise, also, das heißt, Sättigung heißt für die, die es nicht wissen, die Farbe. Also, dass die halt ein bisschen heller ist. Also, es war generell alles sehr, sehr hell in den letzten zwei Videos. Wofür ich mich entschuldige, falls das euch gestört haben sollte. Ja, jetzt ist es weg. Und da ist alles gechillt. Er ist, glaube ich, richtig mad jetzt schon. Jo, er hat mein Bett. Ja, da hat er wieder mal den Highground gehabt. Aber ich krieg ihn auf jeden Fall. Oder, lol, was macht er? Okay, nice, wir haben ihn. Hä? Er lebt. Lol, er lebt. Leute, er lebt. Okay, er leckt nur. Lol. Auf jeden Fall, Leute, ist das Pack ein Grey Pack. Bedeutet, das ist alles in schwarz-weiß und grau gehalten. Ja, mir gefällt der mir sehr. Der ist vom Luca V2 Pack. Grüße gehen raus. Das benutze ich in meinen anderen Videos sehr, sehr gerne und oft. Die Blöcke sind halt mal was anderes, da die halt mal komplett grau sind. Ich hatte bis jetzt wenige Packs gesehen, wo die Blöcke wirklich grau waren. Weiß nicht, ob das nur an mir liegt, ob ich dumm bin oder ob es wirklich wenige Packs gibt, die wirklich in grau gehalten sind. Und hier ist Relaxte. Den haben wir dann auf jeden Fall. Nice, das ist irgend so ein Pixel-Glider, Top 10 Spieler, glaube ich. Grüße gehen raus. Ich kenne leider den Hintergrund von Relaxte nicht. So, anderes Thema. Auf jeden Fall, Leute, entschuldige ich mich, dass ich nicht so aktiv auf dem TS war die letzten Tage. Wie gesagt, lag an meiner Krankheit. Mir ging es nicht gut. Ich war an einem grippalen Effekt. Ein bisschen am Hasseln, dass ich da gesund wurde. Bin ich jetzt auch. Ja, aber das hält mich natürlich nicht. Wieso sollte es auch davon ab, Videos zu machen? Was? Der Double Hit? Leute, auf jeden Fall, macht wirklich mal die 1000 Likes voll, dann freue ich mich auf jeden Fall drauf. Denn Leute, ich habe mal jetzt letztens gesehen, wir hatten fast die 1000 Likes. Ja, aber das Ziel haben wir leider nicht erreicht. Irgendwie ist das Video dann unter den anderen Videos von mir untergegangen. Ja, ist ein bisschen schade, aber Leute, macht mal die 1000 Likes voll, das würde den Stein sehr, sehr erfreuen. Und ja, auf jeden Fall entschuldige ich mich dafür, dass ich wirklich so ein bisschen nicht so enthusiastisch wie sonst war in den letzten zwei Videos. Ich war, wie gesagt, erkältet, beziehungsweise sehr, sehr krank, hatte einen Virus und habe aber noch versucht, das Beste daraus zu machen und euch wirklich noch Videos und Unterhaltung zu liefern, was sowieso immer mein Ziel ist. Und irgendwie hat mein Gegner GG geschrieben, als wäre es jetzt schon irgendwie Game, was irgendwie ein bisschen unlogisch ist. Wir können den ja noch kriegen, auf jeden Fall. Er hat uns schon wieder, lol. Diesmal haben wir ihn und er uns nicht. Das ist ziemlich nice. Und ja, jetzt bauen wir uns über ihn und stompen ihn. Genau das machen wir jetzt, was ich hasse, wenn Leute es machen. Aber gut, Rache ist süß. Da habt ihr auch den Upper-Sound gehört, Leute. Sehr, sehr sexy, würde ich einfach mal sagen. Und wie gesagt, Leute, das Pack ist verlinkt und ihr solltet es euch auf jeden Fall gönnen unter allen Umständen, denn es ist wirklich ein Pack, was sehr gechillt ist, weil es eben nicht so auf die Augen geht und man sich wirklich sehr gut aufs Gameplay konzentrieren kann. Ja, nicht wie bei Rainbow Packs oder so, das halt wirklich so ein bisschen gechillter ist jetzt. Und der will uns hier heftig stompen. Aber nicht mit uns, mein Freund. So, und jetzt können wir uns rüberbauen. Ich glaube, den können wir sogar halb stompen. Was? Das war... Da. Leute, wenn das keine Range war, dann esse ich einen Besen. Endstone ist auch sehr nice. Ist halt so ein Brick. Lol, das war ziemlich krass. Ja, mir gefällt der Endstone sehr. Und generell das Pack gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte eins meiner neuen Main Packs sein, wie das Luca V2. Was ich eben auch in einem Video letztens vorgestellt hatte. Beziehungsweise, was ich sehr aktiv in meinen Videos benutze. Der Typ gammelt immer noch da hinten, will gleich zu uns. Aber in der Zeit können wir auf jeden Fall mal auf unser Bett scheißen und zum Gegner gehen. Weil ich habe da irgendwie keinen Bock, jetzt hier so lange zu campen. Ach, der hat eh kein Bett mehr. Ja, moin. Okay, Leute, dann kennen wir doch.
Übrigens, Leute, stimmt mal oben in der Infokarte ab, was feierte mehr. Ja, so längere Videos wie so 7 bis 9 Minuten oder generell, stimmt einfach mal oben ab. Ich schreibe euch dann die Längenangaben hin und ihr könnt abstimmen, was ihr am geilsten findet. Dann passe ich mich da auf jeden Fall an, denn ich möchte natürlich, dass euch die Videos am meisten gefallen und dass sich das nicht nur auf mich hinaus... Was? Achso, da war eine Leiter. Lol. Aber Leute, bei dem kranken Beispiel seht ihr nochmal, dass ich ein bisschen realer bin als manche anderen. Ja, dass ich mich nicht instant verstelle, nur weil ich krank bin, heißt es ja nicht, dass ich mich verstellen muss, nur damit die Videos besser ankommen. Es hat irgendwie keiner geschrieben, ey, was bist du so, Depri oder so, niemand. Und es war generell sehr positive Resonanz auf meinem Video. Und der Typ beleidigt mich als Huso, das ist auch ganz nett. Einer meiner Zuschauer könnte den jetzt mal bitte mute. Danke sehr. Das ist, glaube ich, ein alter Account, weil irgendwie spielt er relativ gut für seinen Namen. Ich meine, man will jetzt nicht die PvP-Namen verallgemeinern oder die, ja, Randy-Namen, aber ich finde, man kann schon anhand des Namens ein bisschen erkennen, ob jemand gut ist oder nicht. Und den würde ich hier gerne rauslocken, aber irgendwie... Ah, doch, nice. Nice, und da haben wir ihn auch. Und er beleidigt mich jetzt wahrscheinlich safe. Okay, er hat es wahrscheinlich nicht mehr geschafft, irgendwas zu schreiben. Aber sonst hätte ich safe eine Beleidigung an den Kopf geworfen bekommen. Und jetzt ist unser Bett weg. Oh no. Gut, als letztes spielen wir gegen den bei Quadrix. Ich entnicke mich mal eben ganz kurz. Und da sollte der Hase auch laufen. Wir bauen uns hier schön an ihm vorbei. Und sind hier. Und er hat sich suicided, komischerweise. Habe ich das gar nicht so im Kopf gehabt, was er jetzt macht. Und wir haben ihn auch. Und damit würde ich sagen... Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.